So, ahoi meine Lieben, Zitkas hier. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Wie immer fängt sie hier oben am Bett nach dem Schlafen an. Ach so, wir spielen übrigens The Long Dark und wir müssen, muss wie immer kurz mal reingucken, wir müssen noch Bärenbegegnungen machen und hier gibt es noch ein paar Vorratslager. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wir müssen mal dringend wieder ein paar Nahrungsmittel finden. Ja, wir haben knapp 1000 Kalorien. Wie geht's uns überhaupt? Wir haben auf jeden Fall Durst und Hunger. Wie sieht's aus mit Wasser? Ist auch gleich alle. Ah, fuck, ey. So, was sagt der Tag? Es ist früher Morgen. Tja, und hier hatten wir alles schon leer geräubert, oder? Leer, 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 leer. So, wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Ja, wir sollten angeln gehen. Ich denke, wir müssen mal einen Tag angeln reinhauen. Damit wir wieder ein paar Nahrungsmittel als Vorrat haben. Und ich erinnere mich, wir haben letztes Mal aufgehört, den Bär zu jagen, weil das Wetter scheiße war. Und so, wir haben da richtig viel Glück mit. Ey. So, jetzt findet man hier im Regen so eine Angelhütte. Dafür ist nur ein bisschen kalt. Ach so, wir hatten keine Schuhe. Boah, nicht, dass wir jetzt beim Angeln noch erfrieren. Wenn ich mal den Weg noch auswendig wüsste. Aber ich glaube, wir müssen zweimal hier hinten rum und dann sollte die erste Angelhütte nicht weit weg sein. Scheiße. Hier ist noch ein bisschen Holz. Ob wir uns eh mal Holz mitnehmen? Können wir den. Da kriegen wir dreimal Tannenholz bei raus. Ich denke ja. So, aber wirklich besser geworden? Ja, wir gehen ja jetzt in die Angelhütte und dann machen wir da ein Feuer. Scheiße. Da sind wir hergekommen, merken. Da ist die Hütte. So, mir ist ein bisschen kalt, aber die Hütte hat hier hoffentlich auch einen Ofen. Jawohl. Dann los. Halt, zurück. Mach mal erstmal hier ein Loch rein. So, jetzt machen wir hier einen Ofen an. Habe ich einen Brandbeschleuniger? Ja. Dann nehmen wir gleich ein Tannenholz und los. Eine Stunde 38, das ist natürlich geil. So, dann hier Stöcker rein. Das mit rein. So, wir haben jetzt 5 Stunden 46 Minuten. Das heißt, wir können jetzt 8 Stunden angeln. Komm. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist wieder der Haken kaputt hier. Dann los, noch 7 Stunden angeln. Na toll, wir haben einen Fisch gefangen. Zwei. Drei. Vier. Oh, jetzt verdursten wir beim Angeln, oder? Too heavy. Ja, komm, hör auf zu jaulen. Wir brauchen das Zeug.
So, jetzt hier schnell mal was trinken. Das ist doch ein Morgs. Wir sind ungefähr von da gekommen, hätte ich gesagt. Jupp, da ist das Ufer. Not gonna be able to carry this load for much longer. Naja, bloß noch bis zum Häuschen. Dann gucken wir, dass wir noch mal ein bisschen Holz kriegen. Und dann können wir uns den Fisch ja auch schnell zubereiten. Aber warum muss das jetzt hier tagelang neblig sein? Das ist doch Morgs. Hunger habe ich auch ein bisschen. Kann ich schnell noch was essen? Hier, das hier. So, hier liegt ein Ast rum. Ach, den lassen wir erstmal liegen. Erstmal bringen wir den Fisch in Sicherheit. Denn wir sind, ach ne, hier sehen wir das. Sind 40 Kilo, wir sind deutlich überladen. Dumm-di-dumm. Jupp, Rennen geht nicht mehr. Nee, hier müssen wir jetzt, glaube ich, auch noch mal hinter diesem kleinen Berg hier lang. Dann geht es hier auch gleich berghoch. Yep. Und da taucht schon unsere Hütte auf. Gut, also zur Fischerhütte finde ich nun mittlerweile auch schon im Nebel. Das ist gut. Ja, wir packen doch jetzt erstmal den Fisch hier in den Schrank. Ist doch gut, jetzt beruhige dich doch erstmal. Wir haben bloß noch immer angezeigt, müssen wir uns auch bald mal was Neues bauen. Ne, wo waren wir? Hier. Wie viel haben wir denn hier? 2 Kilo, 1,5, 1, 2, 1, 4,7, na immerhin. Oh, der passt da gar nicht mehr rein. Warum lässt du das nicht so stehen? So, den auch weg. Zack. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz, glaube ich. Kohle hätten wir hier noch. Aber wollen wir die dafür verheizen? Nein. So, die Frage ist, nehmen wir hier was im Haus weg oder gehen wir uns draußen schnell was suchen? Wie weit sind wir denn im Tag? Wird auch gleich dunkel. Hier haben wir noch einen Tisch. Den Schrank können wir nicht kaputt machen. Hier haben wir noch einen Tisch. Also einen Tisch würde ich mir zur Sicherheit immer stehen lassen, wenn es uns mal wirklich dreckig geht. Dann lass uns den hier mal zerhauen. Und wir sehen nichts. Dann nehmen wir hier so ein Streichholz. So, dann lass uns mal hier Rohrkolben, Altholz, 55%. Halt zurück. Nimm mal hier noch eins von diesen Büchern. Und mach mal mit dem Buch Feuer. Da haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir das in Gange kriegen. Und sparen uns den Brandbeschleuniger nochmal auf. Vielleicht hätte ich vorher noch was essen sollen. Naja, egal.
Alright. Okay, so, dann los. Dann packt das mal hier noch mit dazu. Ja, ich denke, wir werden es brauchen. So, dann lass uns erstmal wieder 2 Liter Wasser machen, schnell. Achso, hier muss ich drücken, 2,5 Liter. Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz müssen wir das Wasser erstmal reinigen. Aber jetzt müssen wir hier die ganze Nacht kochen, oder was? So, zurück. Dann trink erstmal schnell was. So, dann essen wir hier das hier noch schnell. Das war ja nicht ganz verhungern. Warum sehe ich nichts hier? Ja, nichts. Hier den Fisch her. I'm gonna have to leave something behind. Nein, wir müssen das jetzt kochen. Wir können hier nichts behind lassen. Genau. So, dann los. Denn auf den Tisch kommt heute ein Fisch. 0,12 Liter, Entschuldigung, Lampenöl. Ich brauchte nur 0,03. Ja, so schlimm ist aber nicht. So, den noch schnell. Und den noch schnell. Und den auch noch schnell. So, und dann haben wir hier noch eine Stunde Feuer drin. Dann würde ich sagen, lass uns noch mal Wasser machen. Vielleicht schafft man mit einer Stunde 1 Liter. Komm, versuchen wir mal. ...20 Minuten zum Schmelzen. Und 10 Minuten zum Kochen, dann können wir uns noch mal schnell einen 1/2 Liter machen. Warum das Ganze? Weil wir das Feuer nicht einfach jetzt hier versauen lassen wollen, also ich zumindest. Dann stelle ich hier lieber noch 1 Liter Wasser ab. So, zurück. Warte mal, kann ich hier noch eine Fackel rausnehmen? Dann können wir nämlich noch zum Bett gehen. Ohne dass wir ein Streichholz verbraten. Na, jetzt wird er geizig hier, ne? So. Dann lass uns mal noch ein bisschen Fisch essen. Dann trinken wir uns noch mal was. Dann machen wir die Fackel aus. So, und da schon fast Mitternacht ist, würde ich mal sagen, wir versuchen mal mit... Sortiere die Wörter, kaufe ein Vokal. Wir versuchen es mal mit 7 Stunden schlafen. Und es ist immer noch dunkel. Ja, so viel Kalorien haben die Fische nicht. Also das doofe Fisch hier esse, das hilft uns nicht wirklich viel weiter. Vor allem ist immer noch dunkel. So, ein bisschen Licht haben wir schon mal wieder. Ich steck mal hier die Fackel weg. Ups, falscher Knopf. So, was haben wir jetzt hier an Nahrungsmitteln? Wir sind hier immer noch ein bisschen überladen. 11191. Hä, wir hatten doch so einen 4-Kilo-Fisch gefangen. Haben wir hier schon aufgefuttert? Da können wir nicht wirklich was von weglegen. 1 Liter Wasser? Ups. Hier, pack mal noch 1 Liter Wasser um. Das bringt immer einen gleichen Kilo.
So, dann musste ich nochmal gucken, wie war denn das eigentlich mit meiner Kleidung? War ja nicht irgendwas, dass meine Hose mal repariert werden musste? 78%. Und mittlerweile habe ich ja jetzt hier einmal Rehhaut, die nehmen wir mal mit. Darm. Und das war's aber auch, ne? Die Frage ist, machen wir uns daraus was zu angeln? Können wir uns noch was zu angeln machen? Sag mal her. Können uns einmal Schnur, einmal einen Haken machen. Ach, hier haben wir noch jede Menge. Alles klar, gut, zurück. Dann lass uns einmal die Hose reparieren. Aktion reparieren. Tada, so, die ist wieder neuwertig. Wie geht's sonst meinen Klamotten? Denn wir werden ja gleich wieder eine Begegnung mit den Bären haben. Ich habe immer noch keine Schuhe. Und ich bin immer noch überladen, oder? Zeig mir her, was schleppe ich denn hier? Die Waffe, die Hose, die Axt, noch eine Hose, bisschen Fisch zum Essen. Sechsmal Stoff. An dieser Stelle, wie viele Verbände habe ich eigentlich noch? Noch drei. Ups, falsch. Ob ich mir schnell noch einmal Verband herstelle? Oder zwei Verbände? Jupp. So. Dann pack mal hier noch das behalte ich aber hiervon. Legen wir mal drei noch weg. Verbände, fünf. So, was haben wir noch hier? Den Tee, den lagern wir auch erstmal alle draus. Hier die olle Fackel, weg damit. Weg damit. Das hier, ach nee, das ist Bartflechtenverband. Den behalten wir noch. Kräutertee. Lass uns noch ein bisschen Kräutertee wegpacken und den Abmarsch. Den finden wir den hier? Ja. Einmal, zweimal. So, jetzt sind wir nicht mal mehr ein Kilo überladen. Das muss reichen. So, wir müssen los. Wir müssen endlich den Bär finden hier. Sonst haben wir schon wieder ganze Folge verbammelt und waren nur wieder ein bisschen angeln. Und wir haben immer noch Scheißwetter. Ich befürchte bald, das macht das Spiel mit Absicht. Damit es jetzt besonders schwer wird. Was natürlich, also ich finde es doof. Jetzt plötzlich hier. Jetzt hast du hier den dritten Tag Nebel. Schuss habe ich denn eigentlich nur drin? 1, 2, 3, 4, 5. So, wo ist denn die nächste Bärenposition? Hier. Oder hier. Oder hier oder hier. Das jetzt hier mit so ein bisschen Sicht hier durch die Gegend rennen. Hallo Teddybär. Vor allem werde ich doch eher von so einem scheiß Wolf wiedergefunden. Das ist von dem Bär. Kenne doch mein Glück. Vielleicht sollten wir nochmal so einen Weg wie bei dem Bärenjäger da versuchen.
Warte mal, wo geht denn das hier rüber? Zum gefrorener Bach. Wenn wir mit dem gleisten Zug sind, sind wir eigentlich schon zu weit. Da müssen wir wieder einen Tick zurück. Da ist er. Dann lass uns mal hier rum. So, da oben sind nur Berge. Ich glaube, hier unten müssen wir rum. Das ist echt mies, ey. Du siehst nicht wirklich viel. Und es wird wahnsinnig schwierig sein, sich jetzt hier zu orientieren. Aber hier die Stelle kennen wir, da haben wir den Bären schon mal angeschossen. Ey, es ist hier nur graue Pampe. Hallo, Teddybär. So, jetzt müssen wir doch hier irgendwo gleich auf den gefrorenen Bach stoßen, oder nicht? Oh, jetzt kommt Musik. Ja, hauptsächlich habe ich hier einen Schatten bei dem Nebel. So ein Quatsch. Ein Grasbüschel. Fuck, und jetzt passiert genau das, was ich nicht wollte. Ich fange an, mich zu verlaufen. Ja. Ja, jetzt musst du hier ihn auf dicken Max machen oder was? Jetzt große Kacke ist, ich habe den kleinen Bach nicht gefunden. Scheiße. War ich hier schon mal? Ich habe das Gefühl, ich müsste hier einmal über diesen Hügel noch rüber. Aber das kann auch vollkommen falsch sein. Hier ist ein Reh. Das ist erstmal eigentlich gut. Denn das könnte sein, dass ich jetzt vielleicht doch hier diese Jagdgründe wieder gefunden habe. Aber ich brauche irgendwas, woran ich mich mal orientieren könnte wieder. Wenn du hier so eine geringe Sichtweite hast, ey, ich fange gleich an, hier Holz zu sammeln. Um hier ein Lagerfeuer draußen zu machen. So. Das scheint mir hier so eine Map-Begrenzung zu sein. Darum oder dort rum? Dann würde ich eher dort rum gehen.
Oder wie weit ist der Tag? Nee, ist es Mittag erst? Oder doch da lang? Da hinten ist wieder so ein Reh. Tja, die Frage ist, bin ich zu weit nach rechts oder zu weit nach links vom Weg abgekommen? Warte mal. Hier geht's immer nur bergauf. Jetzt hier ziemlich steil bergab. Ja, Vorsicht hier, lass die Füße dran. Ich glaube nämlich bald, ich bin ja noch hinter die Rodungsfläche jetzt hier rand. Ja, und gleich erfrieren wir. Oh, hier ist ein Stück. Nein, wir sind jetzt hier. Okay, alles klar. Gut, so, ich weiß jetzt erstmal wieder, wo ich bin. Too much stuff to carry. Das bisschen jetzt hier, oder was? Na gut, am Ende ist es nur ein Tropfen, der aus dem vollen Glas Wasser eine Schmatterei macht, ne? So, das heißt, wenn wir jetzt in die Richtung hier weiterlaufen, kommen wir auf jeden Fall zur Hütte des Bärenjägers. Und da sind noch zwei, also wir waren jetzt hier und wir kommen hier und hier noch zweimal jetzt an so einem Gebiet vorbei, wo wir vielleicht auf den Bären treffen könnten. So, nun habe ich die Folge auch erheblich überzogen, aber so richtig viel passiert ist ja nicht. Wir rennen hier kopflos durch den scheiß Nebel. Da war ein Hirsch weggelaufen wieder mal. Wir frieren langsam. Und wir finden diesen scheiß Bär nicht. Das ist aber auch mies, ey. Warum muss denn das jetzt hier so ein Kackwetter sein? So, jetzt können wir noch bis zur Bärenjägerhütte uns finden. Dann können wir da übernachten. Und ich laufe irgendwie schon wieder falsch. So, und dann müssen wir morgen schon wieder zurück und wieder irgendwo Nahrung herbesorgen, weil die scheiß Fische nicht so wirklich viel halten. Ach, Mann, Mann, Mann. Naja, vielleicht treibt sich der Bär ja dann doch hier beim Bärenjäger rum. Ja, vielleicht hast du mich verwechselt. Dein Feind? Na los, komm raus, wo immer du bist. So.
So, das müsste jetzt hier das Tal vor der Bärenjägerbehausung sein. Jupp. Aber hier ist der Teddy auch nicht. Es ist jetzt Mittag. Aber wir müssen uns erstmal ein bisschen aufwärmen gehen. Das ist so uncool. This pack is getting kind of heavy. Temperatur wieder hoch. Hier Jeans, Schlafsack, getrockneter Wolfspilz, Darm. Wolfspilz, Darm, also wir haben hier genug Zeug rumliegen. Tja, bloß wie weiter. Gut, aber jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde. Also von daher, ich beende diese Folge und hoffe mal, dass wir ihn in der nächsten Folge dann endlich finden, diesen durstigen Bären.